Yo. Internetpräsenz, ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Digga, wie laut deine Stimme, keiner schaut weit und breit. Wieder hat mich mit nem Fan von mir gepaart. Legendentrack als Motto wird dann Stan deine Hommage. Mann, bist du edgy, sag doch mal das N-Wort. Das brauchst du doch, um aufzufallen. Ich glaube, weil du raptechnisch nicht rausstichst bei dem immer gleichen Sound seit 3 Jahren. Doch immerhin kannst du aus meinen Runden jetzt auch schon zitieren. Um über deine was zu wissen, müsstest du mich interessieren. Du bringst dumme Witze nur ohne Witz und bist dabei die lebende Auswirkung von Populismus. Und das geht immer einher mit sich öffentlich blamieren. Deine Seele, die muss ehrlich sehr gequält sein. Hast die Mitte nie gefunden, jetzt schlägst du den rechten Weg ein. Und du bist zwar ein Trottel, aber kaum ist gar nicht witzig. Denn dich hier so zu sehen, zeigt nur traurige Geschichte. Der Hartz-IV-Empfänger unterwirft sich keinem Sparzwang. Die kosten jetzt 89 Cent. Aber ist mir auch egal, denn ich zahl's ja persönlich nicht. Also ich hol das nur, das abgezahlt das Jahr. Dafür krieg ich ja das Geld. Dir mangelt es an vielem, nicht unbedingt am Rap grad. Aber bei deinem Output merkt man, dir mangelt es an Fremdscham. Du denkst ja überhaupt nicht nach, wenn du was sagst. Liegt wahrscheinlich dran, dass keiner vorher fragt. Aber wieso auch? Jeder hört dir zu, zumindest denkst du das. Doch es ist im Endeffekt nicht true. Kein Mensch auf dieser Welt wird deinen Dreck bekennen als gut. Und in genau diesem Wissen stellst du das dann auf YouTube. Um dich steht es sehr, sehr schlecht als starker Einzelkämpfer hier im World Wide Web, den niemand wirklich stört, denn er bleibt meistens zu Hause, doch den auch niemand vermisst, weil ihn keiner wirklich braucht. Ich war damals nicht besser, muss ich leider einsehen, doch im Gegensatz zu dir war ich da noch 13.